fangen wir tatsächlich an mit knallharten Kennzahlen und Investmentobjekten in der Inselhauptstadt in Palma de Mallorca. Und heute zeigen wir euch tatsächlich ein Objekt, wo man eine sehr hohe Rendite erzielen kann. Vom pulsierenden Herz, von dem Master Dinge, stehen wir hier schon wieder auf dem nächsten Dach und sind hier beim zweiten Investmentobjekt. Hola, buenas tardes, einen schönen guten Nachmittag. Hier wieder euer Maurice Klingenschmidt von SI Real Estate Mallorca. Ja, heute haben wir zur Ausnahme keinen Informationsblock, sondern haben uns mal was ganz Interessantes überlegt. Und zwar wollen wir jetzt intensiver anfangen, euch auch Objekte aktiv vorzustellen, über Videoaufnahmen und Objekte zu präsentieren. Und heute fangen wir an, nicht mit einer wunderschönen Villa oder mit ganz viel Glamour, sondern heute fangen wir tatsächlich an mit knallharten Kennzahlen und Investmentobjekten in der Inselhauptstadt in Palma de Mallorca. Und haben da zwei sehr spannende Objekte, die wir euch heute vorstellen werden, die sehr interessant sind in Bezug auf den Einstand, in Bezug auf den Kaufpreis und natürlich in Bezug auf die Entwicklungsmöglichkeiten. Und da nehmen wir euch einfach mal mit und wir fangen jetzt an mit einem Objekt, da stehe ich gerade auf dem Dach und das ist also ein sehr interessantes Objekt in einem am Stadtrand von Palma, in einem Randgebiet sozusagen, und zwar unmittelbar nur 2 Minuten von der Ringautobahn von Palma, von der Via de Cintura entfernt. Und wir sind hier im Stadtteil La Soledad Nord. Und das ist also ein Stadtteil, der nicht der beste Stadtteil von Palma ist, aber das ist bei Investments ja auch nicht ganz so wichtig und ist natürlich immer eine Abwägungssache. Und man muss einmal abwägen, möchte man sicher sein Kapital parken, möchte man eine hohe Rendite haben. Und heute zeigen wir euch tatsächlich ein Objekt, wo man eine sehr hohe Rendite erzielen kann. Und nehmt euch da mit. Ich hoffe, das gefällt euch. Stehen wir hier direkt an der Fassade von diesem ersten Gebäude, das wir uns heute anschauen, von diesem ersten Investmentobjekt, und dementsprechend ja kein makelloses Objekt und auch ein Objekt mit Ecken und Kanten. Und es ist also so, dass das Objekt im Jahre 2009 gebaut wurde und dementsprechend die Grundsubstanz auch wirklich solide ist und dass sich um ein Objekt handelt mit sehr viel Potenzial, mit sehr viel Entwicklungspotenzial und vor allem mit einem sehr guten Potenzial, eine hohe Rendite zu erzielen bei einer Langzeitvermietung. Also das ist besonders interessant, und da wir eben nicht in der allerbesten Lage sind, muss man natürlich berücksichtigen, dass eben das sich auch wieder im Kaufpreis widerspiegeln wird. Und dementsprechend haben wir hier ein 2009 erbautes Mehrfamilienhaus mit insgesamt 16 Wohneinheiten, einer bebauten Fläche von 1450 Quadratmetern und Größenordnung pro Einheit zwischen 48 und 72 Quadratmetern und 8 Einheiten davon mit 2 separaten Schlafzimmern plus Wohnzimmer und 8 Einheiten davon mit 1 separaten Schlafzimmer plus Wohnzimmer. So viel zu den Kennzahlen erstmal. Jetzt zeigen wir euch mal ganz kurz eben, wie die Lage hier insgesamt ist. Also wie ich vorhin schon betont hatte, ist das also ein Randgebiet. Wir sind hier am Stadtrand von Palma. Wir sind hier in dem Stadtteil La Soledad. La Soledad ist ein nicht unbedingt der beste Stadtteil von Palma, aber das spiegelt sich natürlich auch im Kaufpreis wieder, in den Entwicklungsmöglichkeiten und vor allem in den Renditemöglichkeiten wieder. Und die Makrolage ist hervorragend. Es gibt also einige Projekte, die hier tatsächlich geplant sind, die hier umgesetzt werden. Und es gibt also eine ganz viel Ambition von sehr, sehr vielen Investoren und Projektentwicklern auch in diesem Bereich und tatsächlich schon eine sehr gute Resonanz. Also in diesem Sinne würde ich euch mal zeigen, wir sind hier eben nur rund 200 Meter von der Autobahn, von der Ringautobahn von Palma entfernt. Im Großen und Ganzen hat man ein Stadtteil, der nicht der allerbeste ist, aber wenn man das im Verhältnis zum Investment auch widerspiegelt und zu den Möglichkeiten, ist das aus unserer Sicht ein ganz tolles Objekt. So, jetzt stehen wir hier direkt an der Autobahn, dass ihr mal einen Eindruck habt, wie nah wir eigentlich am Geschehen sind und wie gut eigentlich die Lage von diesem Objekt ist, dass ein Randobjekt ist, dass ein Objekt ist in einer C-Lage, aber dennoch in einer sehr guten Makrolage. Also wie ihr sehen könnt auf der Rückseite, das Stadion Estadio de Baleares, das ist das Stadion des Inselclubs Atletico Baleares, und dementsprechend haben wir eine Anbindung direkt an die Ringautobahn Via de Cintura von Palma de Mallorca und sind in 4 bis 5 Minuten mit dem Auto vor der Kathedrale und hier von der Autobahn eben nur 2 Minuten und rund 250 Meter von dem Objekt selbst entfernt. Jetzt sind wir in dem ersten Teil von dem Gebäude. Es gibt 2 Zugänge und dementsprechend 2 Portale. Wir schauen uns jetzt mal das erste Portal an und hoffen, dass das interessant ist. So, dann sehen wir haben tatsächlich hier Marmor
Das ist also alles schon relativ runter, weil das Ganze damals in der Eurokrise gebaut wurde und dem Bauträger damals die Mittel etwas ausgegangen sind. Und mit der Zeit ist dann der ein oder andere Türrahmen leider auch gewichen. Aber was man hier natürlich auch im Großen und Ganzen sagen kann, ist, dass natürlich die Grundsubstanz sehr gut ist, aber dass das Objekt selbst verlebt ist, weil, wie gesagt, der Bauträger hat das Ganze nicht fertigstellen können damals. Es wurde dann fertiggestellt, das wurde aber durch zwei Hände durchgereicht und dementsprechend hat man das Resultat hier jetzt. Aber wie man sehen kann, die Grundsubstanz ist gut, die Wände sind gut, das ist alles massiv und solide und man hat natürlich einiges, was verlebt ist und gemacht werden muss. Also wenn wir jetzt gleich hier die Küchen sehen etc., dann ist das natürlich alles etwas verlebt und man hat vieles auch kaputt ist und gemacht werden muss. Wir haben aber grob über den Daumen auch eine Abschätzung und wenn jemand wirklich ernsthaft interessiert ist, dann lassen wir diesem gern auch einen verbindlichen Kostenvoranschlag zukommen. Da wir neben 16 Wohneinheiten auch noch 4 Ladenlokale haben mit Flächen zwischen 82 und 95 Quadratmetern, zeigen wir euch das auch noch mal kurz. Man wird das gleich sehen, das ist eben alles noch ein bisschen im Bau, weil das damals einfach nicht fertiggestellt wurde und zeigen wir euch das noch mal. Dass man einfach mal sieht, was wir hier für ein Potenzial haben. Das sind also nochmal, da das eben eine Randlage ist, kann man jetzt nicht von horrenden Mieterträgen ausgehen. Das ist auch klar, bei den Lokalen, bei den Wohneinheiten ist das natürlich anders. Also, dass man vielleicht auch nochmal ganz kurz zahlen- und faktenmäßig darüber spricht, was wir hier erzielen können und was wir einfach hier auch momentan für einen Ist-Zustand haben. Also, es ist so, wir haben eine bebaute Fläche von rund 1450 Quadratmetern. Wir haben einen Kaufpreis aktuell, der reduziert wurde auf 1,43 Millionen Euro, also 1.430.000 Euro und dementsprechend einen Einstand von knapp 1.000 Euro pro Quadratmeter. Und man muss natürlich kalkulieren, dass man hier auch nochmal einen Invest vor sich hat. Das ist ganz klar, das steht außer Frage. Wie gesagt, jeder kann das, denke ich, ein Stück weit abschätzen. Wenn jemand wirklich ernsthaft interessiert ist, dann kann er sich mit uns in Verbindung setzen. Es gibt tatsächlich 3 verbindliche Kostenvoranschläge von 3 Unternehmen und die bewegen sich alle in dem Bereich um die 200.000 Euro. Also das sind jetzt Zahlen, da kann man uns auch gerne später festnageln, wenn jetzt wirklich ein Interessent kommt, weil tatsächlich diese Kostenvoranschläge von 3 separaten Firmen erstellt wurden und sich in diesem Bereich bewegen. Also das kann man sich dann selbst nochmal ausrechnen, aber dann wissen wir ungefähr, wo wir beim Einstand sind, also wenn alles fertiggestellt ist, wenn alles soweit in Ordnung ist und wenn alles dementsprechend auch bewohnbar ist und die Ladenlokale vermietet werden können. Und es ist so, dass wir von Mieterträgen ausgehen können bei den Wohneinheiten zwischen 10 und 12 Euro auf den Quadratmeter. Das sind aktuell die Mieterträge, die hier erzielt werden in diesem Gebiet. Und bei den Ladenlokalen ist das also deutlich weniger. Da haben wir ja rund 5 Euro auf den Quadratmeter, die realistisch sind und die in dieser Lage auch bezahlt werden. Also, dass man da mal ein Gefühl hat. Und dementsprechend ergibt sich eine ganz interessante Rendite. Das kann man sich jetzt nochmal selbst ausrechnen. Das ist ein Objekt mit sehr viel Potenzial. Das ist ein Objekt, ja, also wir haben Kunden, die tatsächlich in diesem Gebiet hier oder in diesen Gebieten oder dieser Art von Gebiet sehr viel auf Mallorca investiert haben. Wir haben einen sehr bekannten Kunden, den wir namentlich natürlich jetzt nicht nennen, weil Diskretion in unserem Geschäft alles ist. Aber es ist beispielsweise so, dass genau dieser Herr auch genau in diesem Wohnviertel mittlerweile 7 Wohnblöcke erworben hat. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm telefoniere und darüber spreche, wie sieht es denn aus, hast du nicht wieder was vor, wollen wir nicht wieder was machen, sagt er mir, es gibt keinen Vergleich, weil er mag genau diese B, C und D Lagen, weil er hier eben Renditen erzielt, die sind extrem interessant. Natürlich ist die Wertbeständigkeit und auch die Entwicklungs- oder das Entwicklungspotenzial ein anderes, aber das macht natürlich für den Investor in diesem Sinne nichts, weil er sagt, ich möchte hohe Renditen haben, ich möchte nicht unbedingt die sicherste Rendite, ich möchte eine hohe Rendite haben. Und wir müssen das natürlich abwägen. Wir bieten natürlich beide Varianten an. Also wir haben Objekte in diesem Bereich. Das ist also jetzt, wie gesagt, eine Lage, die ist... So, da klingelt das Handy. genau, und dementsprechend ist das natürlich eine Lage, die nicht die beste Lage ist. Butter bei die Fische. Und wir zeigen jetzt gleich nochmal ein Objekt, das ist in einer sehr guten Lage. Und dass wir da einfach mal die Unterschiede sehen, die Unterschiede zu den Renditemöglichkeiten, die Unterschiede auch zu den Entwicklungsmöglichkeiten, weil das ist kein Entwicklungsobjekt, das ist ein Objekt aus unserer Sicht, das Langzeit vermietet werden sollte, um eben eine hohe Rendite zu erzielen. Und das andere Objekt, das wir sehen, ist also durchaus auch ein Objekt, das natürlich auch entwickelt werden kann, das also klassische Projektentwicklung, das komplett saniert werden kann und anschließend auch verkauft werden kann, Einheit für Einheit. Also das sind grundverschiedene Objekte, beides interessante Investmentmöglichkeiten und beide grundunterschiedlich, aber beide mit sehr viel Potenzial und sehr interessant.
wir sehen, wir haben eine sehr zentrale Lage hier. Auf der rechten Seite haben wir das größte Einkaufszentrum Spaniens. Also nicht genau das größte, sondern die größte Kette. Das ist das Einkaufszentrum El Corte Inglés. Und wir kommen hier direkt auf die Hauptverkehrsstraße, auf die Avenida. Das ist also eine ganz tolle Lage, einfach sehr zentral. Ganz andere Lage als das Objekt eben davor und auch nicht zu vergleichen, weil man hier auch sagen muss, dass einfach die Anbindungen deutlich näher sind, dass man natürlich eine viel zentralere Lage hat, dass man ein Objekt hat, das natürlich auch für eine Projektentwicklung stark in Frage kommt und natürlich auch einheitsweise verkauft werden kann. Was an für sich auch geplant wäre, wenn das Objekt jetzt nicht verkauft wird von den Eigentümern selbst. Das ist natürlich auch immer ein gutes Indiz dafür, dass das Objekt natürlich Potenziale hat und auch die Verkäufer selbst an das Objekt glauben. Das Gute ist natürlich, das Objekt ist ja 300 Meter vom Plaza España, also vom Zentrum, dem pulsierenden Herzen Palma de Mallorcas entfernt. Man ist fußläufig wirklich von allen Annehmlichkeiten der Innenstadt entfernt. Man kann in die Altstadt laufen, man kann ganz entspannt ein Eis essen gehen am Paseo de Borne. Also das sind alles natürlich Dinge, die bei so einer zentralen Lage in erster Linie entscheidend sind und dieses Objekt als Investmentobjekt einfach attraktiv machen für Investoren. Jetzt sind wir hier gerade angekommen, jetzt sind wir am zweiten Objekt. Dieses Gebäude ist also, wie vorhin angekündigt, in einer deutlich besseren Lage. Wir sind also rund 300 Meter vom Plaza España, also vom Zentrum, vom zentralsten Punkt der Stadt Palmas entfernt, vom pulsierenden Herz, von dem Maß der Dinge in der Innenstadt von Palma eben und auch der natürlich direkt angrenzenden Altstadt. Und ja, 150 Meter bis zum Corte Inglés, das ist also das größte spanische Einkaufszentrum bzw. die größte spanische Kette. Ja? Und ja, in diesem Sinne gehen wir doch mal rein, schauen uns das an und ja, dann mehr dazu gleich. Sind wir hier schon wieder auf dem zweiten Dach am selben Tag in Palma de Mallorca und ja, wie wir vorab schon betont haben, ist das also ein komplett anderes Objekt als das erste Objekt, das wir heute besichtigt haben. Es ist also auch ein Investmentobjekt, aber natürlich eher für langfristige Kapitalanleger und nicht für Kapitalanleger, die eben eine relativ hohe Rendite suchen, wie das beim ersten Objekt der Fall war. Dieses Objekt ist für uns und aus unserer Sicht, aus unserer persönlichen Sicht, mit unserer Marktkenntnis ein Objekt, das entwickelt werden sollte und dementsprechend einmal komplett kernsaniert werden sollte vom potenziellen Investor, vom potenziellen Käufer und anschließend pro Einheit verkauft werden sollte. Also vielleicht nochmal zu den Zahlen, das ist also ganz wichtig. Wir haben hier also eine bebaute Fläche von 1.171 Quadratmetern. Es ist so, dass hier eine Baulizenz besteht, die ist gerade frisch ausgestellt worden, jetzt im Winter noch 2021, im Frühjahr 2021. Und dementsprechend wird das Objekt also mit dieser bestehenden gültigen Baulizenz verkauft und man kann sofort mit dem Umbau und mit dem Projekt beginnen. Das ist natürlich ein großer Zeitfaktor, der also für alle Investoren natürlich auch interessant und wichtig ist. Und es ist also so in diesem Fall, dass das Objekt selbst 1963 gebaut wurde. Die Grundsubstanz ist gut, das muss man dazu sagen. Also es ist kein Objekt, wo man sagt, das ist zwar komplett runter und man muss wirklich alles neu machen, es muss entkernt werden, es muss komplett umgesetzt werden, dieses Projekt, aber die Substanz und die Wände selbst sind gut. Das ist also eine solide Bausubstanz, mit der damals gearbeitet wurde und ich denke, das ist ja schon mal eine sehr wichtige Grundvoraussetzung. Und dann können wir natürlich sagen, also wir haben hier einen Einstand von rund 1.400 Euro auf den Quadratmeter. Das ist nicht günstig, gar keine Frage, aber wir sind, wie gesagt, in einer extrem zentralen Lage und man hat also hier bei renovierten Objekten in einem einwandfreien Zustand durchschnittlich einen Verkaufspreis von 4.000 bis 4.500 Quadratmeter. Es gibt auch extravagantere Objekte. Wir haben beispielsweise auch eine Projektentwicklung, die gerade fast fertig ist, wo das Objekt fast komplett umgebaut wurde. Und da liegen die Verkaufspreise bei ja, rund 5.000 Euro auf den Quadratmeter. Das ist von hier rund 100 Meter entfernt. Also, dass man da eine Idee hat und das ist also relativ solide kalkuliert, sind wir da bei 4.000 bis 4.500 Euro auf den Quadratmeter. Wir haben einen Einstand von 1.400 Euro auf den Quadratmeter für den Kauf, bei einem Kaufpreis von 1.650.000 Euro mit der Baulizenz. Und hinzu kommen natürlich Renovierungskosten. Das kommt ganz klar darauf an, welchen Background man hat, welche Baufirma man nutzt, mit welcher Baufirma man arbeitet. Wir sind natürlich gerne bereit, da den potenziellen Investoren auch zu unterstützen und bestens vernetzt und sind auch selbst Sachverständige und dementsprechend absolut vom Fach und können da natürlich weitestgehend auch Hilfestellung geben. Und hier bei dem Objekt, wie gesagt, 1.400 Einstand, 1.200 schätzen wir
pro Quadratmeter mal in jedem Fall für die Renovierung, weil die Substanz selbst gut ist. Dementsprechend ist das, denke ich, ein überschaubarer Posten. Dann haben wir also einen komplett schlüsselfertigen Preis sozusagen für uns selbst oder für den Investor selbst von 2.600 Euro. Und wie gesagt, beim Verkaufspreis von 4.000 bis 4.500 Euro, denke ich, macht das ja auch Spaß. In diesem Sinne ist das in jedem Fall aus unserer Sicht ein interessantes Objekt für eine wirklich solide Entwicklung. Man hat natürlich eine solide Kapitalanlage auch, wenn man sagt, man möchte das selbst halten und vermieten. Die Mietpreise stehen nicht ganz so im Verhältnis zu den Verkaufspreisen, muss man sagen. Das ist aber auf Mallorca relativ typisch. Oftmals hat man im Verhältnis relativ hohe Kauf- oder Verkaufspreise und relativ niedrige Mietpreise im Verhältnis zum Kaufpreis. Also die Mietpreise sind hoch, bitte nicht falsch verstehen, aber eben im Verhältnis zum Kauf- oder Verkaufspreis. Und dementsprechend würden wir hier in diesem Fall tatsächlich einen Verkauf der Einheiten empfehlen. Und da hat man also in jedem Fall einen ganz interessanten Gewinn, ganz interessante Möglichkeiten, ganz viel Potenzial. Und wenn man sagt, man möchte das also aber auch als Kapitalanlage selbst nutzen, ist es von der Rendite her ja vielleicht nicht die attraktivste Kapitalanlage, aber natürlich eine relativ sichere Kapitalanlage durch die gute Lage eben in der Innenstadt. Und man kann also kalkulieren zwischen 12 und 15 Euro auf den Quadratmeter, die man eben an Mieteinnahmen erzielen kann. Also das ist ein wieder konservativ kalkulierter Wert, weil wir sind konservativ und versuchen das natürlich auch in diesem Sinne unseren Kunden eben so zu vermitteln und nicht von ganz gesponnenen hohen Preisen sprechen, wenn das am Ende des Tages am Limit ist und an den Wolken kratzt. Das ist nicht unser Stil. Wir versuchen lieber eine sichere und transparente Wertermittlung natürlich durchzuführen. Und ich denke, das ist für jeden potenziellen Investor auch interessant. In diesem Sinne hoffen wir, das war informativ, hoffen wir, das war interessant, hoffen wir, das war auch gut, mal wirklich die ungeschminkte Wahrheit zu sehen, weil wie gesagt, das sind keine Vorzeigewillen gewesen in Santa Ponsa, die wir euch auch gerne zeigen und auch noch zeigen werden im Rahmen dieser Videoblog-Serien von uns. Aber wie gesagt, das ist die ungeschminkte Wahrheit und hier habt ihr eben Objekte mit oder zur Entwicklung, speziell zur Entwicklung. Und auf Spanisch sagt man hier bei uns, es lo que hay. Das ist eben genau, was es ist. In diesem Sinne hoffen wir, das war informativ. Wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Blog. Und wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt, könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, könnt uns eine Nachricht senden, könnt uns anrufen. Und wenn ihr andere Objekte natürlich auch noch sucht oder auf der Suche seid, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. www.sae-mallorca.com. Und dann sind wir euch gerne behilflich. Hasta luego.